den Worten der Maria Magdalena, die mich seit 2006 oder 2007 begleitet und im letzten Jahr sehr aktuell in mein Leben eingetreten ist, mit den Hinweisen an alle Menschen, den Willen in ihrem Herzen zu aktivieren. Was bedeutet das, diesen Willen zu leben? Was hat es bedeutet für Sie, diesen Willen zu leben? Die Mission, die sie mit Christus hatte, war kein Spaziergang. Es war eine Transformationsarbeit, die sich nicht so ereignet hat, wie wir denken. Uns ist man, hat man gesagt, dass Christus für uns am Kreuz gestorben ist, um uns zu erlösen. Das ist grundsätzlich falsch. Denn den Weg, den er mit ihr gegangen ist und sein Gefolge, war bereits der Erlösungspfad. Er ist von Ort und von Stätte zu Stätte gepilgert und hatte beständig Übungen mit seinen Menschen, ihm gefolgt sind, aktiviert, wo sie erkennen konnten, was ihn daran hindert, frei zu sein. Woran leiden wir immer noch? Was ist das Resultat unseres Leidens? Kranke Körper oder stressige Beziehung oder unerfüllter Job oder wenig Geld, was auch immer in unserem Leben nicht im Fluss ist, ist ein Resultat unseres Denkens. Und zu dieser Zeit, wo Maria Magdalena mit ihm gegangen ist, mit dem Volk, sind viele Ereignisse passiert, wo sie erkennen konnten, wer sie wirklich sind. Einige in dem Gefolge sind erwacht. Und einige von ihnen, und das waren die meisten, die Jünger, die sein Wissen mit dem Verstand konsumiert haben und ihm nie näher kommen konnten. Maria Magdalena war diejenige, die dem Gefolge das transportiert hat, was Jesus ihnen vermitteln möchte. Denn hier liegt der Schlüssel. Der Schlüssel zu der bedingungslosen Liebe ist das Erfühlen dessen, was im Körper sich ereignet.
ist das, was Jesus sie gelehrt hat. Es war die Lehre der Hingabe. Hingabe an das, was geschieht. Jeder kann für sich selber jetzt überprüfen, wie er sich jetzt in diesem Moment fühlt. Jeder kann jetzt reinspüren, was jetzt hier ist, in seinem Körper. Und was passiert in diesem Moment, wenn ich in diesem Gefühl bin? Jetzt in diesem Moment, darf es so sein? Darf ich so sein in diesem Moment, wie ich bin? Und hier schaltet sich genau der Aspekt der Willensstärke der Maria Magdalena. Obwohl sie wusste, dass Jesus diesen Übergang als eine Mission erfüllen wird, obwohl sie wusste, welches Leid ihm zugefügt wird, ging sie trotzdem mit ihm. Um das zu wissen und zu sehen, bedeutet alles, grundlos alles, dafür zu gehen, um das, was sie verbindet, für ewig in sich aufzunehmen. Und das, was sie zu dem Zeitpunkt verbunden hat und immer noch wirkt, ist die bedingungslose Liebe. Es ist ihr Erbe, sein Vermächtnis, was hier, jetzt, in unserem Zeitalter, in dieser Zeit, durch sie übertragen wird. Sie ist diejenige, jetzt hier auf der Erde anwesend. Das, was sich als Dunkel erhebt, zu erlösen. Sie hat die Willensstärke, in die Tiefen des Dunkeln einzusteigen. Sie hat das Licht, um dies zu manifestieren. Wir hier als Menschen können dieses Licht in uns öffnen. Wir können diese Willensstärke in uns aktivieren. Wir können diese bedingungslose Liebe empfangen. Denn wir sind diese bedingungslose Liebe. Sie war, sie wird sein und sie ist. Allgegenwärtig in unserem Herzen, jetzt und hier. Das, wofür ihr hier alle gekommen seid, ist nicht etwas, was ihr mitnimmt als Wissen. Oh, Maria Magdalena hat das gemacht, Jesus hat das gemacht. Jetzt weiß ich ein bisschen mehr von ihr und von ihm. Das Wissen wird euch nicht weiterbringen. Das Wissen
Christen zu leben, ist Gott auf die Erde zu bringen. Das Göttliche in euch. Das Göttliche, das sich in Form von Liebe durch euch ausdrückt und andere Menschen bereichert, andere Menschen erhebt. Wenn wir alle zusammen, wie in dem Gefolge von Maria Magdalena, das Gleiche wollen, können wir die Erde und das, was jetzt hier gerade geschieht, in kürzester Zeit erheben. Und das liegt in euch, in eurer Hand. Der Wille ist die Macht und der Weg, um euch und das, was euch umgibt, zu erheben. Der Schlüssel ist die Liebe. Zu lieben, wie ich bin. Zu fühlen, was in mir ist. Die Lebendigkeit. Zeitgleich auch die Trauer. Ohnmacht und die Wut. Freude. All das sind Klänge in unserem Körper. Lebendige Energie. Das Leben selbst. Das, was ihr seid. Wer ewig leben will, müsste es sich dem Ewigen versprechen, sich an das Ewige hingeben und dem Ewigen dienen. Das, was uns lenkt und führt, seit Anbeginn der Zeit, ist jetzt hier. Es spricht zu euch. Es berührt euch, es bewegt euch. Wir sind alle hier, weil wir das Gleiche wollen. Liebe empfangen und Liebe geben. Das ist das Einzige, warum wir hier auf dieser Erde sind. In allem, wo wir sind, ist Liebe. Alles, was uns begegnet, ist Liebe. Wir sind von nichts und niemandem getrennt. Wenn wir von euch spielen. Ich will spielen. Ich will leicht wachsen. Ich will kraftvoll wachsen. Ich will. Wer will es auch? Wer von euch? Ja. Es fühlt sich gut an. Diese Stärke ist der Weg. Nütze diese Stärke.
Erinnert euch an sie. Mit allem, was euch zur Verfügung steht. Musik, Tanzen, Gespräche, Meditationen. Erinnert euch an diese Willensstärke in eurem Herzen. Das ist der Pfad zu euch, zu ihr und zu ihm. Dieser Moment, der jetzt hier ist, ist der Moment der Gegenwart. Die Gegenwart, wo wir uns alle begegnen.